Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste, die 2,25 Stunden werde ich nicht brauchen, aber ich will trotzdem ein paar Bemerkungen zu dem neuen Sachstand, den wir hier haben, machen. Vor genau 2 Wochen haben wir hier Haushaltsberatung, erste Lesung gehabt für den Doppelhaushalt 19 und 20. Und dort war von uns auch sehr stark thematisiert die landespolitische Großbaustelle kommunale Finanzen. Und heute sind wir wieder in dem Thema und das ist auch sehr gut so, denn selbstverständlich sind wir hier an dieser Stelle eine Meinung. Die ausreichende Finanzausstattung unserer Kommunen ist Voraussetzung für eine lebendige und eine demokratische Bürgergesellschaft. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich will auch positiv erstmal anmerken, dass die Tonart sich verändert hat, Herr Ministerpräsident. Sie haben eben von einem Pulverfass beispielsweise gesprochen. Ich meine, das ist nicht despektierlich, aber wir haben ja bisher auch erlebt, dass dieses Thema etwas runtergeredet worden ist, dass es nicht im Mittelpunkt der Diskussion stand. Und das begrüßen wir außerordentlich, dass die Ernsthaftigkeit dieses Themas eben auch hier jetzt in dieser Größenordnung gelandet ist. Nicht nur, aber auch deshalb will ich darauf hinweisen, dass wir Ihre Pläne und Ihre Vorschläge grundsätzlich unterstützen. Wir werden sicher in den Nuancen, auch in den Ausführungen des ganzen Themas unterschiedliche Positionen haben. Aber im Grundsatz ist es richtig, die Kommunen stark zu entlasten, der von Ihnen sogenannte Schuldenschnitt, auch das halten wir richtig. Es sind mehrere Schritte in die richtige Richtung. Allerdings, und das will ich kritisch anmerken, es ist spät, dass wir zu diesen Fragen diskutieren und auch Lösungen auf dem Tisch haben. Hoffentlich nicht zu spät, und das meine ich auch nicht despektierlich, das meine ich sehr ernst. Warum? Gerade in den letzten Jahren hat sich die Situation dramatisch verschärft der Kommunen. Sie haben darauf hingewiesen, Herr Ministerpräsident, und ich zitiere Bertelsmann aus dem letzten Jahr, aus dem Kommunalreport, ein für uns wegweisender, schlimmer Satz. Auch in wirtschaftlich guten Zeiten schaffen es die Kommunen im Saarland nicht aus der Haushaltskrise. In Sachen Investitionen hat das Saarland den Anschluss verloren. Das heißt, es ist ein ganz bitterer Satz, wir müssen über 2 Themen reden, die wir heute ja auch auf der Tagesordnung haben, nämlich einmal das Problem der Altschulden, wie gehen wir damit um, und das Thema der Investitionssteigerung in den Kommunen. Das Thema Altschulden, nehmen wir nochmal, die kommunalen Schulden sind bei 7.600 Euro pro Einwohner im Saarland. Sie haben die Kassenkredite angesprochen. Wir haben 2.068 Euro Kassenkredit pro Einwohner. Ich will nochmal die Vergleichszahl nennen. Sachsen hat 30 Euro und Baden-Württemberg 14 Euro. Das sind ja Dimensionen, die muss man sich erstmal vergegenwärtigen und auch damit die Wegstrecke beurteilen. Und es bedeutet, dass ein Saarländer und eine Saarländerin 140 Mal mehr Dispo-Schulden haben wie ein Bayerischer oder ein Bayer. Das ist einfach die Zahl. Und deshalb ist es richtig, wir sind beiden werden traurige Spitze in Deutschland. Sie haben darauf hingewiesen, wir müssen das Zinsproblem, das finde ich auch sehr gut, dass Sie das nochmal deutlich angesprochen haben, genau an dieser Stelle sehr wohl im Auge haben. Wir haben ja gesagt, wir haben beim Land ein Zinsmanagement. Das ist richtig, da gibt es sehr starke Bemühungen, die wir ja auch immer wieder anerkennen. Aber wir haben ja das Thema, dass die Kommunen weiterhin 1,1 Millionen Schulden haben werden und damit das Szenario, was Sie andeutungsweise geschildert haben, eben sehr schnell Realität werden kann. Und das wäre natürlich der finanzpolitische Offenbarungseid der saarländischen Kommunen, wenn wir Zinssteigerungen in einem signifikanten Ausmaße hätten. Es sind die Ursachen für die Verschuldung, die wir auch diskutieren müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Natürlich sind es die sozialen Lasten, das ist bekannt, aber es sind auch hausgemachte Dinge. Ich sage mal wenige Punkte nur. Die Kreisumlagen lagen 2012 bei 540 Millionen, sie liegen im letzten Jahr bei 650 Millionen, diese Steigerungsrate. Da an Schuld übrigens in Richtung AfD ist besonders die Jugendhilfe und nicht die Zuwanderung, das muss man an der Stelle auch mal deutlich sagen. Und der Punkt, der heute von Ihnen nur am Rande angesprochen worden ist, die Sanierungsbeiträge der Kommunen für die finanzielle Gesundung des Landes. Insgesamt über 12 Jahre über 600 Millionen Euro. Insofern gibt man Ihnen ja was zurück, was Sie schon eingezahlt haben,
muss man an dieser Stelle mal sagen. Und ich will noch mal sagen, allein im Jahr 2017 waren das 37 Millionen grundsätzlich, ein Kulturbeitrag, den die Kommunen zahlen müssen, bis 2020 jährlich 16 Millionen. Sie kriegen 20, 16 haben sie allein über den Kulturbeitrag verloren. Und auch der Anteil an der Grunderwerbsteuer im Jahr 25 Millionen. So setzt sich dieser massive Betrag zusammen. Soweit der Befund. Jetzt also eine Teilentschuldigung. Ich habe es gesagt, richtig, aber ich habe eben auch die kritische Frage gestellt, zu spät. Und ich stelle jetzt die kritische Frage, sind 50% genug? Kann man Zweifel anbringen? Ich habe eben gesagt, die Kommunen müssen selbst 1,1 Milliarden übernehmen und müssen in 45 Jahren das komplett tilgen. Was passiert, wenn es da auf der Wegstrecke Probleme gibt? Das müssen wir sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten mal gemeinsam auch diskutieren. Was haben wir an Instrumenten, was nicht? Ich glaube jedenfalls, aus eigener Kraft werden es die Kommunen eben nicht schaffen, dieses Ziel einzuhalten, Stand heute. Und Sie haben es eben angesprochen, wenn man sich mal die Einnahmesituation, das ist ja die nächste Baustelle der Kommunen, anguckt, im Bund im Schnitt 1280 Euro pro Einwohner Steuereinnahmen, im Saarland 900 Euro. Das sind eben auch die giganten Unterschiede. In dem Bereich sind es sogar Welten. So, deshalb ist die von Ihnen angesprochene Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse beim Bund ganz wichtig. Wir müssen den Bund in die Pflicht nehmen. Es steht auch im Koalitionsvertrag der Berliner. Ich finde das jetzt auch gut, dass Staatssekretär Mayer dort eine Rolle übernimmt. Und wir erwarten ganz klar, in dieser Gruppe muss diskutiert werden, die Förderung strukturschwacher Regionen und Gemeinden insgesamt. Es kann nicht sein, dass peripher nur bestimmte Teile diskutiert werden. Und es muss das Altschuldenproblem angepackt werden. Das ist eine ganz klare Erwartungshaltung. Und nach unserer Auffassung geht es auch um nichts weniger wie gleiche Zukunftschancen, egal wo man wohnt. Das muss eigentlich ein Grundlage sein, auf der Politik in Berlin grundsätzlich gemacht wird. Es geht auch um Bildungschancen, um gute Bildung, wie es ja immer so schön heißt. Es geht aber auch um soziale Teilhabe. Soziale Teilhabe wird gerade im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung eben immer wichtiger. Und es geht, last but not least, um Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge. Ich nenne mal den Nahverkehr als ein Beispiel. Diese Themen müssen dort diskutiert werden. Und wir haben die Erwartung, dass dort auch wirklich ein Fortschritt kommt. Jetzt noch mal zu den Investitionen. In der Haushaltsdebatte haben wir ja ein bisschen darüber diskutiert. Das Saarland liegt am letzten Platz mit 204 Euro, die saarländischen Kommunen. Und der Rückstand ist zum Durchschnitt 145 Euro. Also das ist sozusagen äußerst bestürzend. Und da fragt man sich natürlich, wo ist denn der Stau? Und ich will wenige Beispiele nennen. In den Schulen, ich hatte in der Haushaltsdebatte darauf hingewiesen, das Land hat keine Angaben, was wir an Sanierungsstau in den Schulen haben, sieht sich nicht in der Lage, das auszurechnen. Wir haben dann quasi mit Königsteiner Schlüssel ungefähr 600 Millionen errechnet. Ich will einfach nur noch mal die Dimensionen nennen, die dahinter stehen. Und was mir nicht gefällt, Kitas, Schulen und Kitas, ja immer ein Thema, übrigens das große Thema aller Kommunen in Deutschland. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie das jetzt so ein bisschen vermischt haben. Also sozusagen das gute Kita-Gesetz fließt damit ein, denn das ist ja eine Bundeshilfe, die nur bis 2022 geht. Das haben Sie in Ihrer Rede eben gesagt. Aber immerhin, das sind 20 Millionen, die werden damit verwurstet. Und ich glaube, das sollte man eigentlich ordnungspolitisch. Aber es hat direkt mit diesem Schuldenschnitt bei den Kommunen eher wenig zu tun, Herr Kollege. Das muss man einfach mal feststellen. Man kann doch mal eine kritische Bemerkung dazu machen. So, und die Frage ist eben, was... Bitte? Okay. Ja, das ist ja Ihr Problem. Ja, und die Frage eben, die sich für mich daran stellt, wer haftet an diesen Stellen für diese Beträge, auch das muss man mal klären. Und da sind wir ja gar nicht... so weit von Zahlen weg. Bertelsmann hat 18 ermittelt, dass wir da 72 Millionen nötig hätten, um den Qualitätsaufbau auch zu realisieren. Die Schwimmbäder haben wir auch schon mal gesagt, 70 Millionen und die Kanäle sind auch bei 70 Millionen. Also, das ist Riesenbeträge, über die wir insgesamt diskutieren. Und ich will auf einen Punkt auch noch mal hinweisen. Was wir oft nicht diskutieren hier, auch hier nicht, ist ja, dass die Kommunen auch für
Wohnungswirtschaft und Kultur zuständig sind, auch für uns wichtige Punkte. In der Wohnungswirtschaft beträgt der Sanierungsstau in Deutschland insgesamt 2,3, in der Kultur 4,2. Also das käme ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch noch obendrauf. Das alles zeigt, diese 20 Millionen, die sind okay, Schritte in die richtige Richtung, habe ich gesagt, aber sie sind nicht ausreichend, um den Anschluss an den Durchschnitt der anderen Bundesländer zu schaffen. Und wir gehen davon aus, dass an dieser Stelle einfach nachgearbeitet werden muss. Wir können auch aus unserer Auffassung nicht stehen bleiben an dieser Stelle. Das Saarland braucht aus meiner Sicht, sage ich mal in Richtung Landesregierung, einen Masterplan Kommunalfinanzen, denn die ersten Schritte sind jetzt meinetwegen gegangen. Wir müssen aber die Sicherung und Begleitung der ganzen Maßnahmen sicherstellen. Ich glaube auch, dass wir eine Finanzreform brauchen, auch hier im Land. Das Verhältnis zwischen Kommunen und Land muss geklärt werden, anders geklärt werden. Das gilt übrigens auch für den Bund. Wir haben ja schon häufiger gesagt, man kann ja auch mal über eine andere Steuerverteilung im Bund nachdenken, um die Kommunen nachhaltig zu stützen. Auch sicherlich ein Thema für die Diskussion in Berlin. Und der dritte Punkt, den haben Sie selbst als besonders wichtig herausgestellt, ist ja der Einsatz jetzt in Berlin, um wirklich den Bund in die Pflicht nehmen zu können. Und was ich nicht verstanden habe, es gibt ja diese Initiative Bessere Finanzausstattung, gemacht von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, warum wir da noch nicht beigetreten sind. Die haben genau dieselben Intentionen, haben ähnliche Situationen, vor allem Nordrhein-Westfalen. Also einfach nur mal auch die Frage, warum wir dort nicht mitmachen. Ich sage es mal zum Abschluss, bisschen flapsig, Sie können jetzt mal zeigen, was Sie drauf haben in Berlin. Und zeigen, ob sie wirklich den Einfluss haben mit diesen Ministern, die wir ja auch dort haben. Ich glaube, der Ansatz ist gemacht, der Ansatz ist richtig. Und jetzt kommt es aber darauf an, was wir in den nächsten Jahren auch an Lieferungen haben und ob wir wirklich einen nachhaltigen Konsolidierungskurs auch hinkriegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.